Chat, er wurde nochmal verprügelt. Ich glaube, gestern oder vorgestern hat er nochmal aufs Maul bekommen. Und ich finde das so schlimm, dass Leute den körperlich bestrafen. Weil, Digga, ich glaube auch, ich habe so einen Artikel gesehen von seiner Mutter, die meinte, sie macht sich voll Sorgen um den und hat halt Angst, dass er umgebracht wird, weil das halt so Überhand nimmt und weil jeder den in Deutschland mittlerweile kennt. Und keine Ahnung, ich finde das schon echt krass. Die Familie, und er kriegt auch Morddrohungen, so krank. Ja, ich keine Ahnung. Also, keine Ahnung. Hätte der jetzt, meinetwegen, im schlimmsten Fall, hätte der jetzt irgendwie eine Frau misshandelt, okay? Sich an einer Frau vergangen, so, und wäre freigesprochen worden oder sowas. Verstehe ich komplett, dass man da ausrastet und dass man den körperlich schädigen möchte. Aber das, was er macht, finde ich, rechtfertigt trotzdem keine körperliche Gewalt. Okay. Und das haben wir wirklich noch nie erlebt. Ja, okay, aber was, wenn das Gesetz in dem Fall falsch ist? Wenn wir jetzt in einer Diktatur leben würden, würdest du... Anscheinend hätte er Autismus. Digga, Chat, was habe ich bei meiner ersten Reaction gesagt? Ihr wisst es ganz genau. Ich habe sofort geguckt. Ich glaube, der hat Autismus. Wir haben drüber geredet und ich habe sofort vermutet. Oh, alle ficken, wie sollen die Autos hier parken? Über 4000 Falschparker hat er allein im letzten Jahr angeblich schon angezeigt und dafür gibt's Kritik. Das, was er macht, ist rein aus egoistischen Gründen. Aber er wird auch gefeiert. Anzeigen, Hauptmeister Ehrenmann. In über 80 Orten war Niklas angeblich schon unterwegs und hat für Bußgelder in Höhe von über 140.000 Euro gesorgt. Das sagt zumindest er selbst. Wir haben mal in allen Orten nachgefragt und rund die Hälfte hat uns auch geantwortet. Einige Gemeinden waren nicht begeistert über das, was Niklas tut. Zum Beispiel die Stadt Bad Belzig. Die sagt, du hättest das Ordnungsamt mit Anzeigen bombardiert. Mit unseren Ergebnissen wollten wir Niklas konfrontieren. Ah, das ist doch interessant. Ja, wir könnten mit ihm drehen, wenn wir wollen. Und er hat überraschenderweise angeboten, dass er zu uns nach Saarbrücken kommt. Ja, also wenn wir mit uns reden. Das hier ist übrigens unser Anfragenhauptmeister. Ich glaube, das ist sein Job. Ich glaube, er ist selbstständig damit, würde ich sagen, Eli. Weil wenn du siehst, wie viel er da so auch mit umsetzt und verdient, ich glaube schon, dass er davon leben kann. Vielleicht wohnt er auch noch zu Hause bei seiner Mutter. Ich glaube, der ist ja auch noch relativ jung. War da nicht gerade erst irgendwie, Chat, war da nicht irgendwie gerade erst 18, 19 oder sowas? Laszlo, wir haben zugesagt und uns mit Niklas in Saarbrücken getroffen. Und Leute, wir haben das wirklich komplett unterschätzt. Der ist 18. Ja, seht ihr? Kann sein, dass der noch in der Schule ist. Kann auch sein, dass er eine Ausbildung macht und er macht das halt privat. Unser Standort wurde quasi live im Netz gepostet. Medizinische Ausbildung, überall, okay. Menschen. Und dann wurde es sogar richtig bedrohlich. Mach Job. Ich an der Falschadresse in Saarbrücken. Was macht dieser Hype mit einem jungen Menschen? Und wieso tut Niklas überhaupt... Krass, guck mal, wenn er jetzt unterwegs ist, nur durch dieses Video, überall sind Leute und filmen den, machen sich über den lustig. Das ist crazy. Und deswegen ist das Internet halt einfach... Are you winning, son? Ein Ort, vor dem man... Von dem man Vorsicht genießen muss. Das ist heftig. Ist er damit wirklich der Allgemeinheit? Das klären wir in diesem Video. Wie ist das eigentlich gekommen? So, bei mir wäre es jetzt nicht so, dass ich auf einmal aufwache und mir denke, ab heute zeige ich Falschparker an. Naja, ich habe klein angefangen. Da ich bin ab und zu immer mal durch meine Heimatstadt Gräfenhainchen immer mal langgelaufen. Und dann ist es halt immer mehr geworden. Hat dich das schon immer gestört, oder? Ja, also stört den Falschparker grundsätzlich. Hast du da irgendeine Erfahrung? Danke dir, Marco. Vielen Dank für 5 Monate. Eine konkrete Erfahrung. Liebe. Du machst es ja jetzt hier so richtig als Hobby. Hast du erzählt. Kriegst du dafür irgendwie eine Provision oder machst du das Ganze einfach aus Leidenschaft? Ja, genau. Als Hobby halt. Recht in Ordnung durchsetzen. Von vielen geht ja auch eine Gefährdung aus. Und schon zückt Niklas sein Handy und fotografiert einen weißen Transport auf der linken Straßenseite parkt. Jetzt hast du gerade ein Foto gemacht von dem Wagen und schon gemeint, das steht falsch rum. Wie genau gefährdest du denn jetzt die Straße? Ja, der steht halt links rum. Auf der verkehrten Seite, Paragraph 12, Absatz 4 StVO. Was kann da passieren? Dadurch kann jetzt gar nichts passieren. Der darf ja so rumstehen. Also der darf da in der Fläche stehen, nur halt andersrum. Da steht er einfach bloß in der verkehrten Richtung. Verkehrszeichen, was eine Sackgasse signalisiert. Also mir signalisiert das, Achtung, hier gibt's Linksparker. Aber normalerweise parken die in der Sackgasse immer so rum, dass sie, wenn sie losfahren, nicht noch Wenden brauchen. Wahrscheinlich wohnen die direkt da. Du machst jetzt ein Foto von der ganzen Reihe quasi. Ist das krank? Ganz vorne. Genau. Und die parken alle verkehrt rum. Ist ja jetzt eine Sackgasse quasi. Aber krass, dass du alles auswendig weißt, schon cool. Ja, auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite denke ich mir so, also, keine Ahnung. Lieber kenne ich alle Pokémon in Reihenfolge aus, als jedes scheiß Straßenschild und alle Zusatzinformationen, Digga. Also... Ich weiß nicht, ich finde so Straßenschilder, ja, die gehören dazu zum normalen Auto, Verkehr, aber ich finde das extrem lame, dieses Hobby. Ich glaube, da können auch die meisten mitrelaten. Das ist halt so ein langweiliges Hobby. Also, da fände ich, glaube ich, interessanter, irgendwie so Eisenbahnen zu sammeln oder sowas oder Briefmarken, aber
Das ist doch wirklich komplett lame. An der frischen Luft ist er auch. Das ist nice. Also er ist unterwegs, ne? Also er tut seinem Körper was Gutes. Aber weißt du, was ich mir denke, Digga? Nutz die Zeit doch und, keine Ahnung, stell Brutkästen für Fledermäuse auf oder sowas. Oder mach irgendwas für die Natur. Und das ist halt irgendwie so ein bisschen wie so ein Korn im Auge die ganze Zeit. So, das ist irgendwie nichts Heldenhaftes. Und es fuckt auch ein bisschen ab, das ist so ganz komisch. Wie genau stören die sind jetzt? Also jetzt wirklich nur mal für mich komplett als Laien quasi. Wenn ganz für dich langweilig. Okay, Tim. Hey, Tim. Ja, wenn es dein Hobby ist, wenn du das feierst, dann sei es auf jeden Fall total in Ordnung. Aber ich finde, es gibt einfach wesentlich coolere Dinge, die du in deiner Freizeit machen kannst, als versuchen, auf so mickrig kleine, penible Fehler zu achten. Weil Deutschland hat schon im ganz Allgemeinen einen Stock im Arsch. Und ich finde, nur weil es dafür, dass es Gesetz ist, dass du es machen darfst, sollte man es auch nicht die ganze Zeit machen sollen. So, das ist, keine Ahnung. Das ist wirklich so eine richtige Schwelle zwischen, er sollte, also, es stört extrem und er sollte dafür irgendwie schon Kritik bekommen. Und es ist in Ordnung. Es ist genauso dazwischen. Keine Ahnung, man kann da nicht wirklich was zu sagen, aber ich denke mir halt trotzdem, es ist einfach eine Scheißaktivität. Meiner Meinung nach. Ganz da vorne steht. Ja? Darauf gibt's keine Antwort. Aber die Fahrtrichtung ist eh nicht das einzige Problem. Ich würde das ja mal als Gehweg bewerten. Von daher haben wir Parken auf dem Gehweg mit Behinderung. Plötzlich kommt ein Anwohner auf uns zu. Wir sind schief zu filmen. Wie sollen die Autos hier parken? Andersrum. Ja, aber wie sollen die Autos hier parken? Wir wohnen Familien mit gleichen Babys. Andersrum. Bitte? Andersrum. Was hilft denn in die Fahrtrichtung? Jetzt wirklich jetzt nicht böse gemeint, sondern nur mal, wenn die anders oben stehen, was macht die Situation besser? Die ersten da vorne, die stehen ja noch nicht auf dem Gehweg, die stehen ja noch auf der Straße. Ja. Niklas lässt das kalt. Der Anwohner geht wieder rein. Ich höre mir das an, was sie zu sagen haben, und gut. Mach das, lass mir von denen so erzählen, der Mond ist lila, lass ich den auch erzählen. Und dann knippt sich der Autos weiter. Das ist mir egal, was die mir erzählen, ich höre zu und dann setze ich meinen Weg fort. In deiner Heimatstadt hast du ja schon fast 1000 Anzeigen verteilt. Glaubst du, die Leute haben da inzwischen so ein bisschen Angst vor dir? Glaube ich nicht. Der Bürgermeister von Greifenhainichen, das ist ja deine Heimatstadt. Ja. Der sagt... Erzählt Quatsch. Der erzählt ja, dass der Frieden quasi, der Frieden der Stadt und des Orts ein bisschen gefährdet ist. Was sagst du dazu? Unsinn. Also wenn denn gefährdet, wird der Frieden von den Leuten gefährdet, die permanent falsch parken. Von Leuten, die das melden, die für Recht und Ordnung sorgen. Von den Leuten wird der Frieden auf keinen Fall gestört. Und das nächste Foto. Niklas legt sich allererst nach seinem Besuch hoch und meldet den vermeintlichen Falschparker dem Saarbrücker Ordnungsamt. Ob der Falschparker dann aber wirklich ein Knöllchen bekommt, ist unklar. Auf unsere Anfrage hin haben uns mehrere Orte... Das ist halt einfach delusional, weißt du? So, dadurch ist kein Frieden gestört. Dadurch ist sein eigener Frieden gestört. Weil er in seinem Kopf diese Perfektion hat von dieser Autoregel, von diesen Verkehrsordnung. Und es stört legit niemand anderen halt außer ihn. Und er setzt das seinen Frieden halt gleich auch noch mit dem Gesetz. Deswegen kriegt er auch noch die Bestätigung dafür. Er hat mitgeteilt, dass sie die Anzeigen von Niklas nicht verfolgen. Über die Gründe dafür sprechen wir gleich noch. Jetzt ist in deiner Heimatstadt nicht so viel Geld bisher durch deine Anzeigen zusammengekommen. Sagt zumindest Enrico Schilling. In der Regel kommt aber nicht das raus, was er immer so propagiert, dass 1000 Euro für die Stadt dafür eingenommen werden. Dann ist das so, dann gehen ab jetzt die Anzeigen zur Polizei. Also ey, Sneaksy, dankeschön für 13, Mann. Vielen, vielen Dank. Du suchst quasi auch speziell nach Leuten, mit denen man quasi ein bisschen zusammenarbeiten kann. Genau. Wir wurden entdeckt. Ja, den Fall, den hatte ich zum Beispiel auch einen Kalbe gehabt. Da hat auch das Ordnungsamt gesagt, die bearbeiten sowas nicht. Habe ich einfach zur Polizei weitergeleitet. Die haben es bearbeitet. Das hat dann auch geklappt. Ja, habe ich das Ordnungsamt schön ins Ausgewischt. Dann erstmal Selfies. Das ist aber auch, also sorry, aber das finde ich halt auch wiederum cringe. Also, ich meine, okay, die sind halt 12, 13, 14, lass sie 15 sein und finden es witzig, weil die im Internet dann, weil, keine Ahnung, können die Bild in Discord schicken, hat gesagt, ich habe den getroffen, so, aber ich finde es einfach unnötig, dann noch da so dem dadurch Bestätigung zu geben, dass er da irgendwas richtig macht, weil die machen sich halt eh nur über den lustig. Ja, ja, wirklich. Also ich finde es gut, dass gegen den Falschparkern was gemacht wird. Manchmal wird man auch von den Falschparkern gestört. Und von daher finde ich das eine gute Tat. Niklas, freut dich das, wenn du auch mal Lob hörst, ja? Ja. Das ist auch einer der Gründe, warum du es machst. Also quasi,
dann auch. Mann, als ob die das wirklich cool finden, was der macht. Die schicken das jetzt schon in ihre WhatsApp-Gruppe und schreiben, guck mal, wen ich getroffen habe. Und alle, ha, oh mein Gott. Und bla bla bla. Das ist, ey, das ist so Cap. Ja, der Kunde ist es jetzt nicht. Ja, die sind Fans, lass die doch. Tom, das, du weißt ganz genau. Das ist nach wie vor so quasi das Gesetz dann. Gesetz ist Gesetz. Das ist der Grund. Einen anderen persönlichen Grund wird er mir gleich noch verraten. Die SDVO ist die heilige Bibel der Welt. Okay, ist das, ist ein Zitat von dir? Ja. Und plötzlich wird es bedrohlich. Zumindest empfinde ich das so. Mehrere Männer kommen uns entgegen. Ich bin ganz raus aus der Brücke. Hä? Was? Weg hier aus der Brücke. Wieso? Mach Job. Nö. Mach Job. Ich stehe an der Falschadresse in der Brücke. Ja? Na sicher, das höre ich doch so oft. Das ist aber auch cringe, finde ich, Chat. Also was wollte er jetzt? Er wollte jetzt hier einfach nur rumpöbeln. Also das ist auch so unnötig. So, was war jetzt seine Message? Raus aus der irgendeine leere Drohung, so. Er denkt auch Babu. Keine Ahnung, ich check sowas nicht. Hier gehen wir weiter, denn unten an der Straße sehen wir noch mehr Leute auf uns zukommen. Der Typ, der uns angepöbelt hat, steigt in ein Auto und Niklas macht davon ein Foto. Der Falschparker ist mir nicht entgangen. Halten auf dem Gehweg. Und ich frag mich, lässt ihn das völlig kalt? Egal was kommt, ich mach immer weiter. Niklas wurde auch schon mal verprügelt und war deswegen sogar im Krankenhaus. Digga, das tut mir halt wirklich leid für ihn, ne? Ist halt so, also das macht mit mir jetzt nichts. Ich werde dadurch nicht aufhören. Komme was wolle, ich werde immer weitermachen. Krass. Aber hast du denn Angst, dass dir wirklich mal jemand richtig wehtut? Nö. Habe ich keine Angst vor. Ist halt so. Ist Hobbyrisiko. Ja, ich. Boah, okay. Na gut. Starkes Mindset an der Stelle auf jeden Fall. Ich glaube, wir sollten mal wieder auf die schöneren Themen vielleicht kommen. Ja. Niklas. Ja? Ey, ich habe das Spiegel-TV-Doku gesehen. Ja. Das ist super. Würdest du ihn auch anzeigen? Mann, was ist da wieder super? Das ist crazy, wie die alle copen. Wenn er jetzt falsch parkt? Sicher. Das ist crazy. Ich schwöre, Chat, würde der Typ. Er hat ja eh schon hier GoPro vorne dran. Würde der Typ IRL-Streams kicken, während er die Leute da alle anzeigt, der hätte legit seine 10.000 Zuschauer auf Twitch. Ja, da muss er so eine Strafe zahlen. Dann muss er richtig parken. Ja. Aber was, wenn die Leute falsch parken, okay? Ja. Aber wirklich niemanden behindern und es wirklich keinem schadet. Gesetz ist Gesetz. Ja, okay, aber was, wenn das Gesetz in dem Fall falsch ist, wenn würden? True, Philo. Nur, weil es das Gesetz sagt? Wir leben ja nicht in einer Diktatur. Ja, aber wenn wir würden, wer sagt, Gesetz ist Gesetz, ohne das Gesetz zu hinterfragen, dann würdest du das ja auch in der Diktatur machen. Und dann würdest du ja Menschen Unrecht tun. Wir haben Glück, dass wir in der Demokratie leben, deswegen tust du es nur so halb Unrecht. Ja. Aber wenn jemand wirklich falsch packt und Leute abpackt, dann fick den. Da hast du voll, da motiviere ich dich auch, weißt du? Aber so Unschuldige, die niemanden behindern und einfach nur schnell, zum Beispiel der Dönerbudenbesitzer, der Arme, der wollte nur ausladen. Ja, das hätte er auch 20 Meter weiter vorne machen können. Ich wünsche noch viel Spaß, viel Glück. Das hätte man sich auch sparen können. Er hat versucht, da irgendwie noch den Helden des Internets zu machen. Ihn interessiert das ein Scheißdreck. Und das war wirklich hier rein und da raus. Ich wünsche noch viel Spaß, viel Glück. Aber zum Glück leben wir ja nicht in der Diktatur. Und rechtlich gesehen ist Niklas mit dem, was er tut, auch auf der sicheren Seite. Trotzdem gibt es Kritik. Die kommt von unserem Funkkollegen Felix von den Juristen. Recht hat die Aufgabe meiner Meinung nach, und da bin ich Kuss nicht alleine. Kuss auf die Nuss, als drei. Ey, nee, ich glaube, die meisten Leute interpretieren den Niklas, wer auch immer, da ein bisschen falsch. Also ich glaube nicht, dass er denkt, er ist der Main Character oder er ist der Chef der Welt oder er entscheidet und richtet über andere. Ich glaube legit, es ist einfach seine Passion, das ist seine Bestimmung, das ist für ihn seine Realität und er findet das richtig. Ich glaube einfach, dass ihm das scheißegal ist, was andere denken. Und er will auch gar nicht, glaube ich, dafür Aufmerksamkeit haben. Ich meine, gut, er hat zwei Videos hier zugestimmt oder mehreren jetzt schon, weiß ich nicht. Aber im Endeffekt macht er nichts außer das, was ihn da erfüllt. Also ich glaube, so viel mehr möchte der damit gar nicht erreichen, außer das für sich selbst zu machen, so, ne? Die Ordnung tut da ihren Teil dazu bei, die Ordnung, den Straßenverkehr. Aber so eine zentrale Lehre aus dem Jurastudium ist eigentlich eben Recht, ist nicht einfach nur dafür da, um es blind anzuwenden. Sondern man muss sich bei Jura auch immer die Frage stellen und bei Recht, macht das in der Situation, diese Regel, die wir da haben, auf dem Papier auch gerade Sinn, dass wir die jetzt anwenden? Und ich finde, diese Frage stellt er sich überhaupt nicht. Also ich habe auch Interviews gelesen, wo er sagt, es geht ihm darum, das Recht durchzusetzen, aber er macht sich gar keine Gedanken, ob es sinnvoll ist in dem Moment. Niklas lässt das nicht auf sich sitzen. Es gibt ja kein Gesetz, das das verbietet. Es gibt ja vielmehr sogar ein Urteil vom Verwaltungsgericht Ansbach, das das erlaubt. Das was genau erlaubt? Falschparker anzuzeigen und zu fotografieren. Und dann wieder Fotos.
Und danach weiter mit dem Interview. Ich konfrontiere Niklas mit dem, was uns die Stadt Bad Belzig geschrieben hat. Die sind nicht ganz so zufrieden. Die sagen, dass die teilweise deine Anzeigen widersprüchlich sind oder nicht ausreichend belastbar. Danke dir, Cranky! Das sollen sie mal erklären. Also du kannst dir das nicht erklären. Nee. Greif mal noch die Stadt Weißenfels aus. Die sagt, du hättest das Ordnungsamt mit Anzeigen bombardiert. In den 2 Wochen kann das sein, dass ich die da bombardiert habe. Ja, aber ich war da bloß 2 Wochen. 104 Anzeigen hat Niklas dort abgeschickt. Okay. Bearbeitet worden sind laut der Stadt aber nur 26. Bevor wir weitersprechen, zückt Niklas wieder sein Handy. Sind die jetzt wieder auf der falschen Seite geparkt? Nee, im eingeschränkten Halteverbot für eine Zone außerhalb gekennzeichneter Flächen. Und das gibt dann? Mit Behinderung. Ich warte jetzt, bis ein Auto kommt. Wird sicherlich bald einer kommen, ja, der Radfahrer wird behindert. Mhm. Mit Behinderung sind 40 Euro. Oh, das ist so. Oh mein Gott, die Oma ist aber auch Paid Chatter. Die Omi ist wirklich paid. Das ist crazy. Also wie sie da auch noch absteigen muss. Das ist so Stage, er hat das perfekte Bild. Radfahrerin musste jetzt absteigen. Ja. Ist das geil! Falschparker behindert. So war es ja quasi dann auch in Weißenfels. Dort hast du insgesamt 104 Anzeigen gestellt. Kommt hin. Aber es wurden dort, zumindest laut Aussage von der Stadt, nur 26 davon bearbeitet. Ja. Ist das nicht eine ziemlich schlechte Erfolgsbilanz? Nö. Also das Raussortieren, was das Ordnungsamt haben will und was nicht, das überlasse ich halt dem Ordnungsamt. Also mir ist das egal, was die davon bearbeiten, was nicht. Und dann wird es irgendwie creepy. Was gibt's? Ein Auto fährt vorbei und jemand sagt uns, dass gerade unser Standort veröffentlicht wird. Live. Auf Instagram. Aha, guck ich mir mal an. Oh mein Gott, da vorne ist er! Ich glaube es nicht! Ach, kennst du die Seite? Weiß ich nicht. Also da finde ich so Menschen wieder irgendwie weird. So, ich würde nie auf die Idee kommen, sowas dann zu machen, Alter. Also die Fotos mit dem machen ist ja die eine Sache, aber dann auch so eine Hetzjagd zu starten, finde ich irgendwie unangenehm einfach. Ja, das hat für mich einfach immer so einen ganz, ganz, ganz toxischen Hintergrund. Ist relativ bekannt im Saarland. Niklas lässt sich davon nicht beirren und knipst fleißig weiter. Jetzt haben wir schon gesehen. Ey Mary, danke schön für 27 Monate. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Jetzt direkt, beziehungsweise wir sind hier direkt in Saarbrücken-Memes gelandet. Ich glaube, ja. Ich berechne für die meisten, wenn wir sagen, die komplette For You-Page ist fast mit dir voll. Ja. Kannst du selber über die Memes lachen? Ja, klar. Teilst du die dann auch mal mit deinen Freunden? Nee, da habe ich keine Zeit zu. Boah, Chat, ich sag Sigma, es ist actually Sigma, der Typ wirklich, eigentlich hat der krankes Mindset. Der hat krankes Mindset. Würde das halt nur einfach anders nutzen. Naja. Was ist eigentlich dein Ziel? Ich meine, du hast in der Spiegel-TV-Reportage gesagt, du willst in jeder Stadt und Ort in Deutschland eine Person. Okay, Chat, aber woher wisst ihr denn, dass der jetzt keine Freunde hat? Ja? Einen Falschparker angezeigt haben. Kann man sich denken. Das reicht irgendwie nicht, oder? Also es kann doch wirklich sein, dass er in dieser Anzeigenszene super viele Freunde gefunden hat. Weil er jeden Tag 24 Stunden auf der Straße Autos fotografiert. Ja, und den meisten Twitch-Streamer streamen auch den ganzen Tag. Meinst du, die haben dann keine Freunde, oder wie? Okay, ja, viele tatsächlich nicht. Er sucht die Anzeigenhauptmeisterin. Boah, stell dir mal vor, Chat. Und das wird so, pass auf, er fotografiert gerade ein Auto und will es gerade fotografieren, hört neben sich aber schon so ein Fotoklick und so, guckt so rüber und sieht so ein Mädchen auch in so einem orangenen, mit oranger Weste, Helm und so, das zeige ich an. Und er so, okay, den lasse ich dir. Wirklich? Ja, ich habe heute schon 128 angezeigt. Ich habe 129. Du darfst ihn doch haben. Wirklich? Nein, nimm ihn ruhig, doch. Hey, wie wär's, wenn wir zusammen jemanden anzeigen und dann darfst du den haben. Und dann, Chat, geht's los. Und dann wird so ein ganz kleiner, Chat, dann wird so ein ganz kleiner Anzeigen-Bubi geboren. Und der kommt dann schon mit so einer kleinen Weste auf die Welt. So ein kleiner Bubi. Dem wird direkt beigebracht, was richtig, was falsch ist. Chat, das wäre so eine nice Story. Geht's ja auch ein bisschen darum, bekannt zu werden? Crazy. Naja, eigentlich nur um die Durchsetzung der Hela, danke für 28, Mann. Vielen Dank. Und nur Holstein Kiel. Wichtiger Name, danke für 15. Er selbst hatte bei RTL seinen ersten TV-Auftritt noch vor dem Spiegel-TV-Video. Weil das eigentlich gute Einschaltquoten. Ob die heiraten dann beim ADAC-Schleppdienst? Und für den Fernsehsender zum Beispiel auch bringt. Also quasi nicht und das eigentlich. Doch, ja. Kann man halt auch sagen von meiner Bekanntheit, ja.
Aber das ist nicht der Hauptgrund. Hast du selber damit gerechnet, dass das so groß wird, also deine Story? Ja. Damit hast du gerechnet? Ja. Chat, man kann, also das Ding ist, man kann ihn haten, ja, aber ich sehe hier gerade eine Seite von ihm auch noch, die ist ziemlich krass. Die ist ziemlich krass. Also der Typ hat halt Selbstbewusstsein, so checkt ihr, was ich meine. Mal abseits von dem anderen Scheiß, ist der wirklich ein Baller. Digga, das ist crazy. Ja, also der Knöllchenhorst ist ja auch bekannt. Der wer? Der Knöllchenhorst, Horst Werner Nögers. Aber was treibt dich so an? Was ist so deine Motivation? Die Durchsetzung der SEVO. Aber ich meine, da könnte man ja auch sagen, das kann ja auch der Staat machen. Das kann doch dir, könnte dir doch auch als Privatperson komplett egal sein. Aber nicht genug Leute, die können nicht dabei sein. Also die ich heute erfasst habe, da war das Ordnungsamt zum Beispiel nicht mit da. Das stimmt. Könnte man aber auch sagen, ja gut, aber dann haben die halt Glück gehabt. Ja, nee, Gesetz ist Gesetz. Und wenn es keinen gibt, der die erzieht, dann werden sie halt immer weitermachen. Danach mussten wir unseren Dreh dann leider abbrechen, denn es kamen immer mehr Leute zusammen. Der Lulu ungleich Selbstbewusstsein? Nee. Tatsächlich gehört zu Selbstbewusstsein auch ein bisschen der Lulu dazu, würde ich behaupten. Ne? Dio zum Beispiel, du. Du bist auch relativ der Lulu. Ab und zu muss man ein bisschen der Lulu sein, Chat, finde ich. Mwah. Mwah. Die süße kleine Maus. Friedlich. Und Niklas hat super viele Selfies gemacht. Es waren auch plötzlich Reporter von anderen Sendern am Start. Absurd. Krank. Und ich frage mich, ob ich ihn jetzt besser verstehe. So richtig begründet hat er seine teils absurden Knöllchen ja nicht. Ich glaube, wir haben jetzt schon einige Fragen an dich gestellt, aber gibt es noch irgendwas, was vielleicht du gerne einfach mal loswerden würdest? Nee, nö. Eigentlich nicht. Also wenn alle Leute ordentlich parken würden, hätte ich nichts zu tun. Dann hätte ich mein Hobby. Macher. Aber wärst du dann glücklich? Ja, natürlich. Also du würdest quasi gerne auf dein Hobby verzichten können. Wenn es keine Falschparker mehr gibt, ja. 3 Stunden lang waren wir mit Niklas unterwegs. Wir hoffen, dass euch dieses etwas andere Off- und Ehrlich-Video gefallen hat. Hier gibt es noch ein anderes Video vom dunklen Parat. Er ist und bleibt da auf jeden Fall sehr unsympathisch, was sein Hobby angeht. Aber Mindset stimmt, ne? Huh?